Herzlich willkommen zurück zu Microsoft Flight Simulator 2020. Heute in einem unserer ersten Flüge, die wir gemeinsam meistern werden, in der Lufthansa-Variante der Boeing 747-8i. Ja, ihr seht schon, da steht sie. Wir werden mit der heute fliegen. Wohin, fragt ihr euch? Ich zeige es euch. Wir müssen nämlich auf die Weltkarte dafür gehen und ganz nah reinzoomen. Eure Kommentare haben mir immer gut geholfen, deswegen kann man auch bei manchen Orten umso näher reingehen, um eben dann zu sehen, wo es da auch noch zusätzliche Flugplätze gibt. Wir starten von München aus und fliegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Nürnberg. Und zwar dahin. Man kann sogar, wenn man ganz nah hingeht, die entsprechenden Gates auswählen, wo man dann entsprechend ankommen möchte. Richtig, richtig cool. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir legen direkt los. Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auf diesem Flug mit der Boeing 747 von Lufthansa, startend von München nach Nürnberg. Unsere Flugzeit beträgt ca. 10 Minuten, wir starten auch gleich, starten gerade in die Triebwerke und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt auch nochmal ohne Cockpitstimme. Wir sind auch schon da, die Triebwerke fahren gerade nacheinander hoch, die linken beiden sind schon fast oben. Die Flugsicherung darf uns einmal zurückpushen, ein Pushback machen, während wir hier am Flughafen München, ich weiß gar nicht, welches Gate das jetzt war, losdüsen. Wie wir sehen können, ein wahnsinnig schönes Wetter, wenige Wolken in der Luft und ich glaube 16 Grad oder so, also fürs Fliegen eigentlich optimal. Man sieht jetzt gerade das rechte Triebwerk, das äußerst rechte muss jetzt gleich noch hochfahren, während wir gepushbackt werden. Und was ist das denn geil? Was ist das geil? Wir starten am Gate, wir können mit der Flugsicherung kommunizieren. Es ist eine wahnsinnig hammermäßige Grafik, schaut euch das hier mal an. Also da muss man ehrlich sagen, Hut ab und wirklich Props an Microsoft für das hammermäßige Erlebnis. Und das ist keiner der tollen Flughäfen, die quasi hochdetailliert erstellt wurden, sondern das ist jetzt hier ein automatisch generierter quasi. So, sehr schön. Wir brauchen eine Rollfreigabe. Vielen Dank, Kollege da unten. Grüße gehen raus. Wir haben gesagt, dass die KI unseren Funkverkehr übernehmen soll. Wir haben heute den ersten Flug. Deswegen überlassen wir das quasi jetzt hier unserem Herrn, der das Ganze unter Kontrolle hat. So, wir warten kurz. Genau. Rollen und halten vor Piste 26R auf Rollbahn CDDLH 1123. Verstanden, machen wir. Beschleunigen Sie auf maximal 15 Knoten, das werden wir tun. So, wir drehen jetzt erstmal. Wir sehen komplett eingeschlagen. Sie haben die Erlaubnis, sich auf das Rollfeld zu begeben. Jawohl, 26R. Jawohl, verstanden. Man kann entweder auswählen, dass man schon in der Luft startet oder quasi auswählen, dass man an einem gewissen Gate oder Vorfeld startet. Das finde ich wirklich richtig cool. Und auch das Zielgate kann man auswählen. Also da muss ich wirklich sagen, hammermäßig. So, wir müssen auf 26R Rollbahn CD. Rollbahn CD, verstanden. Boah, jetzt fahren wir hier über die Münchner Autobahn, Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Normalerweise ist das hier so ein Tunnel. Ja gut, wenn der Flughafen hier ein bisschen detaillierter wäre, dann würde man sehen, dass es ein Tunnel ist. Die fahren hier quasi eigentlich unter den Flugzeugen durch. Das ist doch hammermäßig, aber dass man trotzdem hier so das angedeutet hat. Obwohl es ja, wie gesagt, es ist ja logischerweise kein detaillierter oder noch kein detaillierter Flughafen. So, wir rollen. Und was ich auch sehr cool finde, möchte ich vorweg schon sagen, ist einfach auch, dass man sich die Mühe gemacht hat und eben eine Flugschule reingebracht hat, diese ganzen Hilfen mit reingebracht hat, um eben auch so einem Neuling wie mir es zu ermöglichen, hier ein bisschen Spaß zu haben im Flugsimulator und eben nicht zu frustrieren an vielen Punkten. Oder auch, dass die KI Aufgaben für einen übernehmen kann und so weiter. Natürlich ist der Flugsimulator noch nicht perfekt, also
Der Autopilot bei so großen Maschinen vor allem scheint ein bisschen nicht so gut zu funktionieren, was ich so gehört habe. Aber auch ein, zwei Bugs oder so oder Abstürze passieren mal, aber normalerweise ist das selten. So, und da sind wir jetzt auch schon. Wir bremsen hier mal ein bisschen ab, weil wir sollen hier angeblich noch warten. So, wir schauen mal. Schaut gut aus. Wir fordern Starterlaubnis an. Haben wir. Cleared for takeoff. Sehr schön. Na dann, let's go. Wir fahren ein Stückchen vor. Was man hier direkt sehen kann, wenn wir hier nach rechts lenken würden, wie er sagt, das wäre nicht so schlau, weil dann hätten wir eine komische Startbahn. Nein, wir lenken natürlich nach links und müssen hier von 26R in die andere Richtung ausstarten. Sonst kann es Probleme geben, sage ich euch. So. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte nicht Vollgas geben. So, wir stellen uns mal gerade. Das sollten wir noch tun, damit wir auch gut starten können. Startfreigabe haben wir schon. Wir können aber auch theoretisch, ja, wir stehen ja gerade, relativ Vollgas. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch, Augen zu und durch nicht, aber ja, guten Flug, sag ich mal, ne? Wir haben auf jeden Fall das Ding eher auf maximalen Schub. 80, 90, 100, 110. Wir halten noch die Nase unten. Haben wir alles richtig eingestellt? Flaps hätten wir noch einstellen können. Fällt mir da gerade auf. Und wir ziehen hoch. So, sehr schön. Wir heben ab. Wie wir sehen können, sieht das sehr gut aus. Das Fahrwerk fahren wir ein. Da sieht man schön die Klappen, wie sie aufgehen, das Fahrwerk einfährt. Wahnsinn. Hammer. So, Landeklappen fahren wir mal um 1 ein. Und wir können jetzt schon langsam nach rechts drehen. Und schau sich einer doch mal das an. Wie hammermäßig das ausschaut. Das ist einfach mega hammer ober geil, finde ich das. Also, was ist das denn bitte? Einfach genial. So, wir steigen jetzt weiter. Ja, ich mache ja schon. Landeklappen einfahren, sagt er. Dann machen wir das auch. Und jetzt fliegen wir Richtung Nürnberg, meine Lieben. Und können auf die nächsten Punkte eingehen. Also, wie gesagt, grafisch ist es natürlich... Ja, da bleiben mir die Worte weg. Also, das ist hammermäßig. Und was natürlich ein kleiner Nachteil ist, muss man auch dadurch sagen, natürlich die große Datenmenge, die dadurch auch transferiert wird. Das ist schon heavy, muss man sagen. Jetzt müssen wir nur auf unsere Geschwindigkeit achten, nicht zu schnell werden. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten. Also wenn man keine so gute Internetleitung hat, ist das keine so gute Option. Und dazu kommt auch noch, wenn man keinen guten PC hat, Leute, dann ist das auch keine gute Option. Deswegen würde ich euch raten, falls euch das Ganze interessiert, Xbox Game Pass kostet, glaube ich, im ersten Monat 1 Euro oder so und im zweiten dann 4 oder 5. Einfach mal testen, bevor ihr das Spiel dann kauft. Bevor ihr da 70 Euro plus hinlegt, wäre das auf jeden Fall schlau. Und dann auf jeden Fall erstmal schauen, ob das funktioniert. Und natürlich auch, das ist ganz wichtig, schaut nach, ob ihr ja auch ein gutes Gerät habt, eine gute Steuerung. Und da meine ich wirklich keinen Controller, sondern sowas wie eben einen Joystick inklusive Thruster, also so, wo man den Thrust einstellen kann, also genau das hier, so ein Thrust Lever. Und was ich auch noch empfehlen würde, natürlich diese Flugruder Pedale. Würde ich euch echt empfehlen, so macht das Ganze einfach mehr Spaß, ne? Kann man nicht anders sagen. Und weil es jetzt so schön ist, gibt es jetzt den ersten Flugzeugporn von mir, Leute. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und dann geht's gleich weiter. We'll be right back.
Ja, was sagt ihr? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch der kleine, aber feine Flugzeugporn der 747 gefallen hat. Ich muss echt sagen, es ist aber auch wirklich, ja, genial. So, und wir machen jetzt direkt weiter mit den nächsten Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mit euch durchgehen möchte. Nämlich auch die Genauigkeit oder auch Realgetreuheit, die man hier einfach hat. Man hat komplett alle wichtigen Aussichtspunkte, alle Sehenswürdigkeiten, alle Kartendaten der ganzen Welt benutzt, um ein immersives Flugerlebnis zu generieren. Und es sieht einfach von hier oben auch wirklich so aus wie in echt. Und wahrscheinlich ist es das auch, oder zu 90% würde ich sagen, weil es einfach auch sehr gut gemacht wurde. Und wir sind ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu hoch. Und was mir natürlich nicht so gut gefällt ist, jetzt zum Beispiel, ich kann die Motoren nicht mehr anders einstellen, weil hier hat sich die automatische Schubregelung eingeschaltet. Die hat sich einfach eingeschaltet nach gewisser Zeit. Das finde ich natürlich nicht so genial. So, damit wir jetzt den Schub ein bisschen reduzieren können und eben wieder ein bisschen sinken können, weil wir ein bisschen zu hoch sind und ein bisschen zu schnell sind. Genau. Ja. Aber im Vergleich zu den anderen Flugsimulatoren, was hier gemacht wurde, natürlich die ganzen Wetterdaten, die ganzen Windberechnungen, die ganzen, ja, Sachen drumherum, die Peripherie hier, geografische Lagen von verschiedenen Gebäuden, dann die Berechnungen, die Detailgrade und so weiter und so fort, das ist hier schon eine ganz andere Liga. Und ich finde es einfach genial, vor allem im Vergleich zu Flight Simulator X, den ich ja lange gespielt habe, eine echt, echte Weiterentwicklung, würde ich echt empfehlen. Steuerung, wie gesagt, da muss ich noch gucken, also ich spiele gerade eben noch mit Controller, weil die Flugsticks oder Joysticks sind echt ausverkauft. Ich habe ja vor langer Zeit mal in DCS World noch den Warthog benutzt, von Thrustmaster, HOTAS, Warthog. Hatte ich aber nicht für immer, hatte ich nur für begrenzte Zeit. Jetzt habe ich mir einen gekauft, dauert aber noch, bis der ankommt. Ich hoffe nächste Woche, aber vielleicht dauert es noch länger. Weil Lieferengpässe, es haben sich sau viele Leute, fast alle, die Flight Simulator spielen, haben sich noch schnell Joysticks besorgt. Und das ist natürlich schon krass, muss man sagen, weil ja, alles ausverkauft. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie an Joysticks komme. Und da habe ich mich dann doch hier für so einen Warthog entschieden, weil die einfach halt massiv sind und sehr schön von der Qualität. Ich hatte ja auch mal einen. Hat mir sehr gut gefallen. Link dazu ist übrigens wie immer auch in der Videobeschreibung. Ja, die PC-Auslastung. Man braucht echt einen relativ guten PC. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, da so Flughafen München, da kann schon mal 40-50% CPU-Auslastung geben mit einem recht aktuellen AMD Ryzen der dritten Generation. 16 Kerne inklusive Hyperthreading, also das ist schon heftig. Und deshalb muss man es echt testen, das Spiel, ob es auf allen PCs läuft oder auf euren PCs läuft. Deswegen denkt daran, Leute, wenn ihr euch das Spiel zulegen wollt, ja, das schluckt schon Leistung. Vor allem das hier ist jetzt Full HD auf hohen Einstellungen und selbst da kann es manchmal zu Problemen kommen, die 60 FPS zu erreichen. Also es ist schon heavy. Kann ich von meiner Seite aus so bestätigen und ich habe ja auch eine 1080, aber die Specs sind ja auch in der Videobeschreibung. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ich bin nur sehr gespannt, wie es dann auf Xbox läuft. Weil das Spiel ja auch auf die Xbox portiert werden soll, soweit ich weiß. Oder kommen soll. Ja, also auf besonders hohen Einstellungen kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber wie das geht und ob das geht und keine Ahnung, das werden wir rausfinden. Das werden wir dann erfahren, ne? Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann nur sagen, wenn man gute Hardware hat, dann sieht es aber auch hammermäßig aus. Ne? Ja, zu den Bugs. Wenn das Spiel mal flüssig läuft, so Kurzstreckenflüge habe ich jetzt bisher nur gemacht, kann ich halt nur darüber berichten, ist es echt gut. Also es läuft gut, es läuft flüssig, es hat was, es stürzt selten ab. Es ist bei mir einmal abgestürzt, aber ich glaube, das war wegen Controller oder so. Controller hat irgendwie sich ein- und aus gesteckt oder gelockt. Das hat auf jeden Fall diesen Windows-Sound gemacht. Das war ein bisschen strange, aber sonst war das schon nicht schlecht und hat gut funktioniert. Keine zu großen Bugs, keine zu großen Abstürze. 70 Euro kostet das Ganze, meine ich. Und in der Standard Edition. Also da sind nur ein paar Flughäfen dabei, ein paar hochdetaillierte.
mit ein paar, ich glaube 30, wenn ich mich nicht irre. Und bei der Premium-Version glaube ich 35, bei der Deluxe oder Premium Deluxe, wie die heißt, sind es glaube ich dann über 40 oder genau 40 Stück. Das ist natürlich schon ein Wort, vor allem die Premium-Version kostet 120 Euro. Ob man es dann zahlen will, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Flughäfen dann schon mit sehr viel Liebe gemacht wurden, sehr detailreich. Dann braucht man aber auch wieder einen sehr leistungsfähigen PC. Das muss man dann halt auch beachten. Aber gut, wie das genau ist, das habe ich noch nicht mehr genau angeschaut. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich mal von einem Flughafen starte, der sehr detailliert gemacht ist, schreibt in die Kommentare, vor allem auch von welchem Flughafen oder welchen Flügen ich mich mal annehmen soll. Das würde mich mal echt interessieren. Wollt ihr mal, dass ich auch längere Flüge mache? Zu lang ist natürlich immer so eine Sache, weil dann kann ich hier mit 500 Knoten fliegen, damit ich mal halbwegs ankomme irgendwann. Weil wenn ich den Flug durchziehe, dann sind wir natürlich schon bei der echten Dauer eines Fluges. Außer ich gebe ein bisschen Gas, ne? So wie in ETS 2, ich immer ein bisschen Gas gebe. Dann nicht unbedingt. Aber schreibt es in die Kommentare. Und hier sieht man mal ganz gut die Spiegelung von der von dem Lufthansa-Badge hier. Naja, nix, braucht man kein RTX dafür. Kein Raytracing, das geht auch ohne. Ne? Microsoft macht's vor. Ja, also hammermäßig. Die Spiegelungen sind echt gut gelungen hier auf der Tragfläche, wenn ihr mal schaut. Das sieht so hammermäßig aus. Was ich mir natürlich schon noch wünschen würde, also was so eine Sache ist, vielleicht noch ein paar mehr Tutorials für die Flieger selbst, weil wenn ich jetzt mal hier reinschaue, ich habe gar keinen Plan, was ich drücken müsste, um jetzt hier irgendwas einzustellen, hier irgendwas einzustellen. Klar, ich kann hier drücken, ja, ich kann hier irgendwas drücken, zack, und schalte das um. Ciao Leben, ich habe da keinen Plan drüber. Und jedes Flugzeug ist ja auch ein bisschen anders, ne? Hier auch und da. Also, und da muss man aufpassen, dass man nicht hier abdriften. Da muss man schon gucken, also da weiß ich nicht, wie, wo, was, Seitenrudertrimmung, gut, das wüsste ich jetzt noch halbwegs, was das ist. Aber, ja, es wäre schon hilfreich, wenn es da auch nochmal einzelne Flugzeug-Tutorials gäbe. Aber vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Was halt hammermäßig ist, ist, ich kann der KI sagen, hier, sie übernimmt den Funkverkehr. Und das hat mir echt geholfen, weil, schau mal, die labern hier die ganze Zeit. Hier, Flugwegverfolgung. Jetzt kommunizieren wir mit München gerade. Wir sind DLH 1123. Jetzt wird der Squawk-Code bestätigt. Manchmal funktioniert es übrigens nicht ganz optimal, so wie ich das mitbekommen habe. Jetzt sagt er schon, 5 Meilen west von OD24, 9400 Fuß. Wir werden jetzt langsam sinken, weil wir haben nur noch 19 Nautical Miles, bis wir da sind. Genau. Also er führt für mich die ganze Kommunikation. Das finde ich schon super. Weil ich habe davon gar keinen Plan. So, wir gehen in Leerlauf. Weil wir ein bisschen sinken wollen, ein bisschen langsamer werden wollen. Das geht nämlich alles ziemlich flott dann. Ihr seht, wir machen richtig Strecke. Das ist halt einfach auch so. Wir machen die Flaps auf 1 Grad. Damit wir langsamer werden. Wir steuern jetzt mit dem Ruder ein bisschen gegen. Da sieht man schon, die Geschwindigkeit wird ziemlich schnell weniger. Ja, bitte Freigabe für Übergang in den Luftraum Charlie. Okay. Wenn er weiß, was er tut, ich weiß es nicht. Also zum Beispiel so ein Funktraining. Das wäre noch gut, ja. Davon habe ich echt auch gar keinen Plan. So, 13 Nautical Miles haben wir noch bis zum Flughafen. Wir müssen bei einem gewissen Gate landen, was ich eingestellt habe. Also dorthin dann noch mit dem quasi Taxien, also dorthin dann noch rollen. Ne? Platzrunde im Querabschnitt links, Piste 28. Alles klar. Okay, finde ich super. Ja, da haben wir jetzt auch schon, finde ich auch mega, ne? Komplett unser Landeprozedere. Ob wir zu schnell sind, ob wir zu langsam sind und so weiter, wird uns alles angezeigt. In welchem
Winkel, beziehungsweise genau welche Strecke wir fliegen müssen. Das ist schon mega. Das ist so eine Platzrunde, mehr oder weniger. Und wir sind jetzt zu schnell, immer noch. Wir gehen einmal noch mehr Flaps. 2 Grad Flaps, 3 Grad, 4 Grad. Und jetzt das Ruder und so weiter runterdrücken, damit wir überhaupt sinken, weil die Flaps natürlich die Landeklappen uns hochdrücken. So, wir müssen noch ein bisschen langsamer werden. Sollte aber kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Landung, Freigabe erteilt, sehr schön. Das finde ich gut, ne? So, wir schauen mal kurz. Brauchen jetzt dann gute Sicht. Zu schnell. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Geschwindigkeitsbereich, wo es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Leerlauf landen können. Oder ob wir da noch ein bisschen Schub brauchen. Ob wir dann zu langsam werden. Das können wir auch mit Landeklappen so ein bisschen regeln. Aber das finde ich dann gleich raus. Wir müssen jetzt gleich nach links einschlagen hier. Da hinten haben wir den Flughafen. Jetzt direkt gegen die Sonne. Ist natürlich... Ja, kann man machen, ne? So, wir drehen. Es sieht halt sowas von bombastisch aus. Wenn wir nur gucken, wie gesagt, ne? Mal den Schubregel auf 10%. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schub hinhaut. Aber wir müssen langsamer werden. Ja gut, kann ich nochmal in Leerlauf gehen. Schubregel auf Leerlauf. So, wir fahren das Fahrwerk aus. Bisschen spät, aber besser später als nie. Da kommen die Räderchen. So, wir müssen schauen, dass wir gut in gutem Winkel sind. Landeklappen jetzt voll. So, jetzt müssen wir gucken, dass das alles passt hier. Also, wow, man sieht halt, innen sieht man halt gar nichts mehr. Ah, ein bisschen spät. Ah, na komm. Langsam. Uiuiui. Bremsen, bremsen, bremsen. Schön gerade halten. Den Vogel gerade halten, gerade halten, gerade halten. Uiuiui. Die erste Landung, Leute, die erste Landung. Ja, ein Wahnsinn. Boah. Alter Schwede. Ja, mache ich sofort. Wir müssen schnell den Runway verlassen. Machen wir. Flaps einfahren. Bisschen langsamer. Alter, ist das geil. Oder ist das geil? Leute, Leute, was ist das nicht schön? Hat super funktioniert, die Landung. Gut, ich habe es ein bisschen zu spät dann versucht, aber ich wollte auch von draußen landen, damit man schön so den Touchdown sieht. Von innen hätte ich dann so fliegen müssen, aber wäre auch gegangen. Aber wie gesagt, Hammer. Und jetzt müssen wir noch zu unserem zugewiesenen Rollplatz oder Gate eben fahren. Habe ich auch schon ausgemacht hier. Ein Wahnsinn. Und das ist Nürnberg, meine Freunde. Herzlich willkommen im wunderschönen Nürnberg. Perfekt. So. Wir drehen. Das ist hier aber ziemlich eng, ne? Ja, deswegen landen in Nürnberg wahrscheinlich auch normalerweise nicht so große Maschinen da. Weil das ist hier schon, ja, anders eng. Voll eingeschlagen. Sogar die Autos fahren hier lang. Wie geil ist das denn? So, Rollfreigabe habe ich doch schon angefordert. Ach so, wenn ich weiter fahren wollte. Oder wie schaut's aus? Boden haben wir schon. Rollen zum Standort, Optionen, ja. Rollen zum Start, nee.
Wollen zur Parkposition. Ach so, ja, okay, das ist jetzt aber normal. So, Vorsicht hier. Nochmal kurz ausholen und rum. Da kommt eine große 747 angerollt. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Gut, ob wir uns da genau gerade stellen können, weiß ich jetzt nicht. Ja, so halb, ne? Nicht komplett, aber Nürnberger Flughafen ist auch klein. Stopp. Und da sind wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Nürnberg. Ein Wahnsinn, oder? So, wir schauen mal kurz. Können wir hier theoretisch noch Bodendienste anfordern? Ja, können wir sogar. Stromversorgung, Gepäckservice. Gepäckservice. Ground DLH 1123, could you please send the baggage? Könnten Sie mir das Gepäck schicken? Ja, wie geil ist das denn? Ich krieg mich nicht mehr ein. Wie kann ich den Motor ausschalten? So, Parkbremse müsste aber schon drin sein. Nein, ist nicht. Whoop, stopp. Jetzt ist die Parkbremse drin. Jetway wird angedockt, das ist doch super. So, wo ist denn hier der Ausknopf, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich möchte das Ding hier ausschalten. So kann man es auch machen. Treibstoffventil einfach cutten. Ah, ist das geil. Schau mal da unten. Der LKW. Also, mega, oder? So, hier, Stromversorgung, Treibstoffversorgung. Ground DLH 1123, could you please send a ground power unit? DLH 1123, a ground power unit is on the road. Auftanken tun wir auch noch. Ground DLH 1123, could you please send a fuel truck? DLH 1123, a fuel truck is on the road. Hammermäßig, also Wahnsinn. Übel. Finde ich einfach genial und dann fahren hier wirklich so Dinger lang. Gepäck ist auch schon da, schau. Also wirklich gut. Gut, ich glaube, die machen nicht weiter, weil hier, ne, ich habe ein bisschen Chefs eingepackt. Aber ich finde es genial. Ja, Leute, wenn ihr es genauso genial findet oder auch nicht, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Und vielen, vielen Dank, dass Sie mit Dani Gaming Airlines geflogen sind. Oder hier in dem Fall Lufthansa. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Macht's gut. Bis dann und ciao.